Ja, herzlich willkommen bei Feuerwilli. Das bin ich. Ich bin heute mit euch in Mariensee. Das gehört zu Neustadt am Rühmberge. Und heute habe ich einen besonderen Leckerbissen für euch. Alles klar? Seid gespannt. Los geht's. Feuerwehrmäßig das 21. Jahrhundert. Ich werde jetzt mal ein MLF vorstellen. Was das genau kann, was da sich so dahinter verbirgt, seht ihr gleich. Das werde ich natürlich nicht alleine vorstellen, weil wir sind, wie gesagt, im Mariensee. Leute, die mich schon länger verfolgen, wissen auch wahrscheinlich, wer aus Mariensee kommt. Nämlich er hier. Moritz. Ne? Kennt ihr alle? Das bin ich. So. Und er macht das natürlich nicht alleine, macht mit einem sehr guten Kameraden und Gerätewart. Hier kriegen wir jetzt aus der ersten Hand eine Deluxe-Vorstellung von diesem Fahrzeug, den holen wir da nochmal daneben. Und zwar ist das der Axel. Das bin ich. Wie gesagt, ihr könnt jetzt schon mal Gefällt mir drücken, weil die beiden machen das jetzt extra für euch. Ich halte mich heute mal ein bisschen zurück und die beiden gehen gleich mal richtig Gas. Ich bin ganz gespannt. Okay, Axel, kannst du losgehen? Kann losgehen. Super. Bevor wir anfangen, einer der schönsten Schulterklappen sehe ich gerade. Das stimmt. Hauptlöschmeister, der ist komplett ausgemalt. Cooler Typ. Ja. So, das MLF, das zeigst du uns mal. Also MLF. Fangen wir vorne an, wo der Maschinist sitzt. Also erstmal zum Fahrzeug. MLF bedeutet Mariensee Löschfahrzeug, ganz klar. Nein, war Witz. Ne? Mittleres Löschfahrzeug. Dieses Auto ist aus dem Jahr 2014, nicht 17. Okay. Was man hier sieht, ist der Fahrerplatz. Ja, das Auto hat eine automatisierte Schaltung. Okay. Und hat auch eine Feuerwehrschaltung. Das heißt also, da kann schneller schalten wie ein normal übliches Auto. Ihr habt also richtig eilig im Einsatz quasi. Naja, das merkst du dann, wenn du damit fährst, dass das eben doch ein bisschen blöde ist, wenn der eben ein bisschen träge fährt, weil der ist ja auf Lieferverkehr eigentlich eingestellt. Na? Oh, okay. Diese Feuerwehrschaltung ist schon so ein bisschen extremer. Feuerwehrschaltung. Ist aber auch verschleißfördernd. Deswegen nutzen wir die nur, wenn es auch wisst, tatsächlich Feuerwehr im Ernstfall Leben ist. Am Limit, ne? Richtig. Okay, gucken wir mal hinten rein. Jetzt kommt hier was Besonderes. Komm mal rum. So, hier haben wir eine Staffelkabine. Das heißt, hier hinten sitzen nur vier Leute drin. Das ist der Unterschied zum LF10. Das, ich sehe gerade hier schön, ne? Ja. Das Video bin ich euch noch schuldig hier. Da kommt noch was. Also ganz kurz, der Unterschied ist immer Staffel, ne? Staffel. 1,5. Zwei Leute können sich ausrüsten mit PA, die anderen zwei müssen das dann auf der anderen Seite tun. Das sehen wir ja nachher noch, wenn wir ums Auto rumgehen. Orangen Lichter, die du ja auch schon vorgestellt hast, haben wir da drin. Dann haben wir Freimesser, hätte ich jetzt bald gesagt, ne? So ein CO-Tester und könnt ihr mal anmachen. Dauert jetzt so 2-3 Minuten, bis der soweit ist. Ne, dann haben wir hier eben noch Fluchthauben, die da oben hängt. Die ist jetzt nur für uns, wenn wir dann mal ein bisschen üben, dass wir die da haben. Also die wird nicht mehr genutzt. Aber wir haben ja hier so ein bisschen größere Gebäude, Brandlasten, wie das Kloster oder wie das Institut zur Genforschung. Deswegen haben wir auch so ein bisschen größeres Auto. Wir sind ja nur eine Feuerwehr mit Grundausstattung. Ah ja, genau, wichtig auch. Ne? Also Feuerwehr mit Grundausstattung, das kann so aussehen wie bei uns. Ein TSF-Punkt oder ein TSA, ne, gibt es auch, nur einen Anhänger. Aber das ist halt, weil die haben echt viel, ein großes, ja, eigentlich viel Gefahrenpotenzial. So sieht das aus. Und da sind die auch dementsprechend besser aufgestellt natürlich. Ne? Auch übrigens eine sehr aktive Feuerwehrtruppe hier. Alle super. Und, aber können wir gleich nochmal drüber reden im Nachspann. Machen wir. Ne? Ja, was haben wir noch? Funkgerät für den einzelnen Trupp. Einmal auf der Seite da drüben, einmal hier. Das heißt also, Angriffstrupp und Wassertrupp ist eigentlich autark. Jeder Truppmann oder Frau kann sich hier mit einer Handlampe ausrüsten und wir können uns eben auch während der Fahrt mit dem ganzen Equipment hier schon mal beschäftigen. Dann lass uns jetzt mal anfangen. Ne? Dann gehen wir eine Etage weiter. Hier haben wir unseren wasserführenden Bereich mit einer hochmodernen TS. Na, die ist jetzt, aber zuverlässig. Ist jetzt gerade überholt worden. Die hat also im Meppen ganz schön gelitten. Die war da 24 Stunden im Dauereinsatz.
Hat die Kupplung, aber sie hat es geschafft. Hat die Kupplung gekostet, hat so ein paar Dichtungen hier drin gekostet, ist jetzt aber wieder voll autark und ist eben auch nur eine Ersatzlösung. Na, also sonst hätten wir hier wahrscheinlich auch was Neueres drauf, aber das ist eben so, wir haben ja ziemlich großes Stadtgebiet. Und dann werden natürlich die TSF-Feuerwehren erstmal mit Neugeräten bevorzugt. Was wir neu haben, ist auch unser Standrohr, jetzt mit Rückschlag. Rückflussverhinderer. Also der wasserführende Bereich für die TS, größtenteils mit 6 Saugschläuchen. Dem Equipment für die TS, da drin ist ein Sammelstück, da drin ist ein... Gucken wir mal rein. Vorsicht, schwer. Achso. So. Ja, ein Kellersaugkorb, den können wir natürlich dann auch für die Pumpe hinten drauf benutzen. Ein paar andere Stücke noch, Distanzstücke. Und hier noch so ein ganz tolles Stück, was man dann eben mal braucht, wenn man nicht so leicht ans Wasser kommt. Ja, ja, also Equipment für eine Pumpe. TS. Ja, aber finde ich schön so zusammengestellt. Einfach in der Kiste ist eine gute Variante. Darf ich hier mal? Ja, klar. So, dann geht es hier weiter mit einem Druckbelüfter, einem CO-Löscher, einer Kübelspritze, Löschrucksack. Ein Löschrucksack. Mhm. Super. Perfektes Teil. Dann haben wir natürlich B-Schläuche. 2, 4, 6, 8, so wie sich das der Norm entsprechend gehört, glaube ich. Nein, ist nicht so. Also unser Auto ist schon so ein bisschen außerhalb der Norm. Ihr habt hier nochmal stehen, 8 B-Schläuche. Yep. Ja. 9-mal Druckschläuche C, alle in Buchten. Ach, und hier, hinter. Dahinter, genau. Ne, auch mit Tür. Achso, kannst du alles in eins raus. Da kam übrigens auch die Frage, wie kann ich ein, weil ich gesagt habe, das kriegt ja wohl jeder fest. Auch eine Variante, einfach mit so einem Spanngurt um den Schlauchtragekorb rum. Nehmen wir mal raus, ne? Ja. Und nimmst du raus? Ne, machen wir. Du hast ja nicht die Hand an. Hier drin haben wir übrigens auch einen 30 Meter C-Schlauch. Wir haben den also auch extra 30 Meter Schlauch, den hatten wir erst auf der anderen Seite als Schnellangriff. Haben dann aber eben die Variante gehabt, dass wir das eigentlich auch am Mann tragen wollten. Deswegen eben die Variante mit dem Korb, auch mit dem guten, den man aufmachen kann. Wir hatten vorher auch die alten, ne? Und die sind dann eben nicht so ganz toll. Was wir noch haben hier ist natürlich das für den persönlichen Schutz, ein Hygieneboard. Das ist top. Dazu kommt noch ein Desinfektionsbehälter, den müssen wir noch anbauen. Die Augendusche. Und die Augendusche ist, glaube ich, schon dran. Ne? Die ist da. Was haben wir noch? Hier unten haben wir eben dreimal Schaum, a 20 Liter. Netzmittelkartusche von DKW. Wir wollen hier keine Werbung machen. Das ist schon die zweite, die erste Kartusche ist uns aber angeflogen, nicht von der Firma. Hier oben haben wir also noch Druckbegrenzungsventil, Mittelschaumrohr, Zumischer Z2, Schwerschaumrohr. Druckbegrenzungsventil wird auch immer wichtiger bezüglich Hohlstrahlrohre, hast du aber ja auch schon drüber gesprochen. Das hatten wir genau in dem Hohlstrahlrohr-Video. Ne, hat uns also auch in Meppen das öfteren hintergerettet, weil da sind dann auch schon mal Drücke von über 20 Bar entstanden. Und wenn du das Ding dann nicht dazwischen hast, ne, ist das dann eben auch so eine Sache. Ist nicht so gut. Sehr gut. Sehr guter Hinweis. So, weiter geht's mit unserem Equipment für schön. Die gute Geschichte. Auch hier mit Rückflussverhinderer ganz neu. Hier auch nochmal der Gegenpart, den wir dann brauchen zur Tankbefüllung. Wir brauchen das ja immer zweimal. Einmal an der Entnahmestelle und einmal da, wo es dann vom Fahrzeug weitergeht. Doppelte Sicherheit, ne? Doppelte Sicherheit, genau. Wir haben hier eine 2000er Pumpe. Die war jetzt erst auf dem Prüfstand, bringt also knapp 2800 Liter Wasser. Ja, also 3000er Pumpen brauchen wir eigentlich gar nicht im Stadtgebiet. Also dann ist das jetzt nach Norm eigentlich eine 10-2000. So sieht das aus. Also das sieht man auch am Typenschild, also 10 Bar und 2000 Liter Minute. Und diese Pumpen sind eigentlich... relativ gut. Es gibt auch welche, die leisten über 3000 Liter. Na, also das sind schon 1000 Liter Wasser. Wir hätten gern mehr gehabt, aber das hat leider eben das Platzverhältnis nicht hergegeben. Weil 1000 Liter Wasser sind natürlich beim Einsatz, wo du viel Wasser abnimmst, wenn du noch keine Wasserversorgung hast, in einer halben Minute weg. Wollen wir uns keinen Kopf drüber machen. Wir haben hier oben auch nochmal das, was die Ortswehr Helzdorf hat. Wir haben hier oben 7 B-Schläuche drauf, 140 Meter insgesamt. Na, zum schnellen Verlegen, weil wir haben auch das Problem mit dem Kloster. Da ist der Hydrant 120 Meter weg.
Der wird sich eben so positioniert, dass man dann einfach nur einen Kameraden mit diesem Schlauch losschickt. Der rennt los. Ja. Muss dann natürlich eine bisschen stabilere Wahl sein, nicht so luftgefederter wie ich hier. Ja, deshalb habe ich auch instinktiv zugehört. Genau. Ne? Also die Schubladen lasst ihr ja normalerweise drin, ne? Das heißt, ihr packt das einfach nur und los. Ne? Nein, also wenn wir jetzt das einsatzmäßig nützen, dann wird es eben so weit rausgezogen, wie wir es eben gemacht haben. Ah, okay. Ne, weil du hast auch das Problem, du kannst das natürlich auch während der Fahrt machen, musst dann aber eben auf die Geschwindigkeit achten, weil sonst könnt ihr dann auch mal so eine Kupplung um Ohren hauen. Maximal 6 km/h ist also auch was, wo die Schule sehr viel Wert drauf gelegt hat, dass dieses Schild da drauf ist. Ja, was haben wir noch? Das typische Equipment, was man eben braucht für eine Pumpe, um die mit Wasser zu versorgen. Verteiler, Sammelstück, Kellersaugkorb, normal, Kellersaugkorb hatten wir da hinten. Ja, das ist alles. So. Was haben wir noch zu der Pumpe zu sagen? Eigentlich nichts mehr. Also, auf dem Dach haben wir vierteilige Steckleister. Dann haben wir einen Dachkasten, da drin sind Schaufeln, Besen, Feuerpatschen und das Stück für die Bockleiter, was man oben drauf setzt. Wir haben da oben drauf Ölbindemittel, Einreißhaken. Einreißhaken haben wir da drauf. Schlauchbrücken auch? Schlauchbrücken, das war das Wort, was mir eben nicht einfiel. Ja, ja, das ist so das, was da oben drauf ist. Vielleicht noch so ein paar Sachen, aber schön. Also das, was die Feuerwehr so braucht. Und dann haben wir, bevor es auf die andere Seite geht, Fernbedienung für Lichtmast, pneumatisch betrieben. Mit 4 LEDs, ja. Mit 4 LEDs, kabelgebunden. Geil. Ja. Gut. Gut. Ist auch relativ hell. Und ja. Hat uns in Meppen weitergeholfen. So, weiter geht's mit der nächsten Etage. Hier haben wir dann eben auch nochmal das ganze Equipment, was man so braucht. Einmal Schnellangriff B, Schnellangriff C. Für die, die jetzt nicht wissen, was Schnellangriff B ist, übrigens, das hatten wir schon ein paar Mal gesagt, aber gar nicht erklärt. Hier ist nur der Verteiler schon dran und du kannst einfach rausziehen und schließt ihn dann an und fertig ist die Banane. Eigentlich ist ganz normal aufgewickelter Schlauch. Auch wenn der hier schön in Neon-Gelb ist, ne? Aber ja, ist eben die Geschichte, dadurch, dass wir eben 2 Leute weniger haben oder 3 Leute weniger haben, müssen wir uns ja auch mal ein bisschen selber behelfen, weil manchmal braucht der MTW doch ein bisschen länger, bis wir dann die ganzen Leute so vor Ort haben. Ja. Und deswegen haben wir so eine schöne Kleinigkeiten. Was wir noch haben, Hohlstrahlrohre von verschiedenen Firmen. Nochmal ein super Mehrzweckrohr. Das ist jetzt aber eigentlich nur zur Füllung, damit der hier nicht so lose hängt. Ne? Weil die anderen haben wir auf anderer Seite drin. Vorhängt, damit das nicht so wackelt. Wieso hängt ihr den denn nicht nach ganz hinten? Ja, das hat sich eben jetzt eigentlich... Warte mal, wir nehmen das mal raus. Das ist da gleich drin. Ist einfacher. Na, also normalerweise hast du ja hier 3 Hohlstrahlrohre hängen. Und... Wir haben eben ein Hohlstrahlrohr hier, eins drüben in dem Tragekorb drin. Und deswegen ist der Platz jetzt hier so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Na, Leute, aber schöne Hohlstrahlrohr. Ist ja auch, das ist ja das POK auch, ne? Ja, ja. Das wir auch getestet haben. Genau. AWG ja. Und Hydro. Ist also auch echt eine Geschichte, wenn du damit arbeitest. Das ist schon. Ja, ja, Hydro-Schild dahinter. Dann also, eben, das ist auch der Fachausdruck dafür, ne? Das ist so. Genau. Dann eben nochmal ein Pulverlöscher, 12 Kilo. Hier haben wir nochmal 2 Tragerkörbe mit B-Schläuchen. Auch das ist dem geschuldet, dass wir eben weniger Material hier drauf haben. Menschlich, meine ich. Hier haben wir dann. Ganz kurz. Ja. B-Schlauchtragerkorb ist nicht verkehrt, ne? Also habt ihr das schon mal genommen, um auch für zur Wassernahmestelle in die Richtung zu gehen? Weil da bin ich auch gerade, da kommt auch noch ein Filmchen, wo ich das auch mit diesem B-Schlauchtragerkorb nehme, mit so diesem Trennblech drin, wo man vielleicht auch mal einen Standrohr reinsetzen kann und sowas. Dann kann man loslaufen und. Also. Auch nicht schlecht, aber schwer natürlich. Ne? Ja, das ist eben das Problem. Hier oben haben wir eben nochmal die dazugehörigen C-Schläuche, die wir dann eigentlich auch nochmal so brauchen. Also alles, was wir ein Schlauchmaterial haben oder bräuchten, haben wir hier drauf. Dann haben wir hier einmal einen Akkuschrauber. Dann haben wir eine, ja, den man eben auch für alles Mögliche hat, zum Beispiel Tür öffnen. Dann haben wir eben hier unsere schöne Gerätschaft drin. Wir legen das mal auf Erde vielleicht. So, unseren Akkufunkschwanz. Ne, sind so Sachen, die wir eben im Nachhinein noch selber drauf gebaut haben. Was ja immer noch so dazu kommt, wie jetzt auch eine Wärmebildkamera, die wir jetzt in Eigenregie gekauft haben. Ja, also, hier haben wir dann für den zweiten Trupp die Ausrüstmöglichkeit. Okay. Also die Variante habe ich jetzt so noch nicht gesehen, finde ich aber sehr schön aufgeräumt mit den Ersatzflaschen hinten drin. Ja, oben drüber nochmal Halligen-Tool. Ja.
Ne? Also da kann sich dann der Trupp eben auch nötigenfalls mit ausrüsten, falls der Angriffstrupp das noch nicht gebraucht hat. Ja, das ist das, was wir noch haben. Spaltaxt, Feuerwehraxt. Und hier oben nochmal Ersatzgerätschaften, Atemschutzmasken, Flammschutzhauben. Also Filter. Das wird dann, Filter, genau. Das wird dann da drin nochmal gesammelt. Da oben für den Atemschutztrupp, für hinterher nochmal so ein bisschen Flüssigkeit. Ist ja auch vorgeschrieben, ne? Erholungspausen für die AGTs. Steht sogar, glaube ich, in der FWDV-7 meinen die sogar drin, dass man Getränke Pausen einhalten muss. Dann haben wir ja auch für jeden Trupp einmal so ein Totmannmelder. Totmannmelder. Oh, ihr habt das auch? Ja. Yep. Super, ne? Totmann heißt, er rührt sich nicht und dann wird das Gerät skeptisch, ne? Und sagt, irgendwann, wir in Godzorn hatten. Genau. Also genau. Aber eine andere. Ja. Genau, andere Variante. Godzorn ist da also eine wesentlich bessere Geschichte, auch hier einfach mit reinstecken und fertig und geht los. Ne? Ja, das war die Geschichte, die wir hinten Darf haben. Darf ich mal dein Türchen aufmachen? Ist ja bald Weihnachten, ne? So, dann kommen wir jetzt zur Elektroabteilung. Hier haben wir unseren fest installierten Moppel, wie man so schön sagt. Den können wir also auch im Fahrzeug betreiben, brauchen ihn nicht mal rausnehmen. Auch mit Ladehaltung. Das ist übrigens auf der anderen Seite auch schon für die ETS vorgesehen. Dazu eben der Ersatzsprit. Scheinwerfer A 1000 Watt, zweimal, die wir dann zusätzlich nutzen können zu dem Gerätschaft, die wir auf der anderen Seite haben, den pneumatischen Lichtmasten. Hilft uns hier auch zum Beispiel, wenn der Rettungshubschrauber hier mal auf dem Sportplatz landet, dass wir ausleuchten müssen. Ne? Ja, deswegen ist eben auch unser Tank ein bisschen kleiner ausgefallen, weil wir eben auch noch die zweite Etage haben wollten. Hier ist eben so das grobe Equipment. Ne? Kleine Sägen, großer Hammer, bisschen Brechstangen. Dosenöffner. Dosenöffner haben wir auch, genau. Dann haben wir hier drin einmal eine Motorsäge mit Equipment, Helm, Schnittschutzhose, ist alles damit in der Kiste drin. Warte mal ganz kurz, du kannst also jetzt hier unten auch rausnehmen? Den kannst du auch natürlich, weil da unten, da hinten hinter, haben wir natürlich auch nochmal ein bisschen was. Und da kann man hier schön reingehen. Genau, Winkelschleifer, Tauchpumpe. Raus, nicht nur erzählen. Behaupten kann das jeder. Die Tauchpumpe kannst du rausnehmen. Die habe ich erst draußen gehabt. Das macht der Moritz. Ja, die ist fürs Grobe zuständig. Das Ganze haben wir dann auch noch mal eine Nummer kleiner oben drüber. Ja, das will ich sehen. Ja, kommt gleich. Warten Sie. Aber das ist aber richtig geiles. Das ist cool. Na, also die zweite. Hier. Und schön kleine Höhen. Ja. Schön flach auspumpen, ne? Ja, also hier haben wir dann auch noch mal so ein bisschen Schutzkleidung für den Menschen. Das ist das Spezialwerkzeug für die Leistungsschwange. Auch immer auf dem Fahrzeug, ne? Muss man haben. Ja. Hatten wir also auch noch mit extra Mehrzweckrohren, alles für die Jugendfeuerwehr. Jugendfeuerwehr ist hier stellenweise auch mit drauf verlastet. Hier drin haben wir so ein paar Warthosen. Für Institute. So. Genau, hier sind die Warthosen drin. Plus noch so ein paar Handschuhe für. Vollständige wahrscheinlich, ne? Genau. Das ist richtig toll, wie so ein kleiner Apothekerschrank hier. Mega viel verlastet. Ja. So, was haben wir hier? Warte mal, das weiß ich gar nicht. Achso, hier haben wir Gurte drin. Ganz wichtig jetzt für den Winter, Salz. Ja, für die Einsatzstelle. Mal eben so ein 5 Kilo. Müllsack ist immer gut, auch wenn man mal schmutzige Einsatzkleidung genau. Irgendwas defekt hat, gleich genau. Rein. Super. Einmal Sperrwerkzeug zum Türöffnen. Genau. Und Kettensägenkram sehe ich da links. Ne? Ja, dann haben wir einmal. Sehen. Aber unten, was habt ihr da unten nochmal drin? Da ist nur ein Winkelschleifer und so ein bisschen Unterleghölzer für den Fall, dass man da mal irgendwo was braucht. Ja, oben drüber, wie gesagt, Motorsäge mit Schnittschutzhose, mit Helm, alles das, was zur Motorsäge dazugehört. Ordentlich Hütchen. Spritkanister. Wird eng. Nee, aber, also das ist ja, ne, oder? Pylonen. Na, zur Einsatzstellenabsicherung, wo dann auch die schönen gelben Dinger, wo mir der Fachbegriff schon wieder entfallen ist. Was? Das sind keine Pylonen. Nee, ich weiß. Ich wollte eigentlich nur. Ja, das ist Verwechslungsgefahr. Deshalb filmt Moritz normalerweise auch. Ja, hier ist eben auch ganz schön. Diesen Moppel, den kannst du eben auch fremd betanken. Ne? Ja, okay. Das war die Geschichte hier. Dann machen wir zu und lassen Moritz drin. Kanister, ne? Stativ haben wir ja auch noch mit dran. Also ich muss sagen, natürlich hat wieder jeder wieder mehr auf dem Auto als wir. Toll.
Ist so. Danke. Ne? Aber da gibt es ja auch schon einen Beitrag für, ne? Von wegen das beste Auto. Nee, nein, das ist schön. Aber es ist so, eben, wie gesagt, Feuerwehr mit Grundausstattung. Kannst du das zusammenpacken? Gerne. Da wir ja vorher ein LF8 gehabt haben, also ja, ein Löschgruppenfahrzeug für die Gruppe, ja, mussten wir eben diesen Weg gehen, dass wir jetzt nur noch mit Staffel unterwegs sind. Man hat ja auch ein MTW, ne? Muss man auch mal eben sagen. Axel, Moritz, André, Willi. Erstmal schönen Dank dir an die Willi-Crew, ja, für das Erklären des Fahrzeuges. Heute gern genommen bei dem Superwetter. Ja, vor allem jetzt ist fertig mit Regen, ne? Ja. Oh. So ist das immer. Finn, hier hinter der Kamera, ne? Wir wissen nicht, was er fasst, wie gut er aussieht. Keiner sieht ihn. Keiner sieht ihn. Das ist auch so geplant. Nein, aber wie gesagt, schönes Fahrzeug. Also MLF, mittleres Löschfahrzeug. Jawohl. Marienseer-Löschfahrzeug, Mensch. Ja. Mittleres Marienseer-Löschfahrzeug. Genau. Also MMLF in diesem Fall. Und ja, wie gesagt, habt ihr eine Internetseite? Nee. Wir sind internetmäßig nicht vernetzt. Nein. Kinderfeuerwehrseite bei Facebook. Grisos also. Löschbande. Sehr zu empfehlen. Jugendfeuerwehrseite, Jugendfeuerwehr Marienseer Empede, auch bei Facebook. Ach, ihr macht zusammen mit Empede zusammen? Jawohl. Genau. Okay, das finde ich auch interessant. Also die haben die Jugend- und Kinderfeuerwehr, beides. Nee, ja, doch. Ja, mit genau. Empede. Mit Empede zusammen. Ne? Also guck mal, bei Facebook, ja, verfolgt genau. Einfach Moritz ein bisschen. Genau. Dann wisst ihr schon, was los ist. Eben. Ne? Okay. Ja, Axel, schönes Ding. Da kannst du stolz drauf sein. Das ist eine Hightech-Hütte. Hightech wird immer besser. Nächste Anschaffung ist schon geplant. Ah, ne? Ja. Mal gucken, okay, was kommt. Alles klar. Gut. Dann danke ich euch. Lasst den Kameraden und Kameraden der tollen Feuerwehr hier nochmal einen Daumen hier. Und ja, gratuliere noch nachträglich zum tollen Auto. Dankeschön. Immer wieder gerne. Und wie gesagt, so alt ist er noch nicht. Ne? Da ist noch nicht mehr Staub drauf. Fürchterlich. Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt ist ja alles schön abgewaschen. Alles klar. Macht's gut. Ja. Ne? Bis dann. Tschüss. Ja. Auto ist wieder drin. Wann ist das Auto euch übergeben worden? Wann war das? 2014. 2014? Ja. War denn schon so lange? Ja. Okay. Ja, aber für mich ist jedenfalls noch neu. Jo. Sind wir uns einig? Jo. Gut. Neues Auto braucht was Neues. So, dann habe ich einen kleinen lieben Gruß für euch. Für eure ganzen Unterlagen für das Auto nagelneu. Kleines Weihnachtsgeschenk an euch. Ja, ne? Sehen, sagt natürlich danke. Sehr gerne, wie gesagt. Und hoffe, das macht sich ganz gut mit dem neuen Auto, ne? Okay. Wir reden jetzt nochmal über eure Feuerwehr. Das können wir tun. Das machen wir jetzt. Wir sind jetzt hier noch im Mariensee. Das Axel, dass du hier aktiv bist, in Gerätewart und selber hier liebevoll umbaust, das weiß ich alles. Das weiß man über die Dorfgrenzen hinaus. Ach ja. So, ne? Aber du machst ja auch noch was außer Feuerwehr, Willi, ne? Ja, Kinderfeuerwehr. Das heißt, für die Kinder aus Mariensee, die euch erkennen, weil ihr seid ja direkt hier, ist das nebenan Kindergarten auch, oder? Grundschule. Direkt neben der Grundschule ist ja die Feuerwehr. Da steht also auch so ein wunderschöner Tannenbaum zur Weihnachtszeit. Richtig beeindruckendes Teil. Und wir nehmen immer das Beste, was wir finden. Ja, ist doch schön. Aber deswegen, ist ja auch nicht selbstverständlich, dass die Feuerwehr das macht. Das nur mal nebenbei. Wo war ich denn? Die Feuerwehr ist ja, wie die Marien sehr wahrscheinlich wissen, in Empede weiß ich nicht genau, ob sie es alle wissen, direkt neben der Grundschule, ne, seid ihr. Das heißt, wenn man Richtung Festberg fährt, also ich meine, das kennt ja jeder. Eigentlich schon. Auf der linken Seite. Genau. Nein, aber wir können also zur Ungran-Woche, das heißt also KW 49 haben wir gerade, das wäre jetzt. Zur 51 die nächste. KW 51, KW 53, KW 55. Also so viel hat das ja Gott sei Dank nicht. Ne? Aber wie gesagt, dann KW 1 geht es dann wieder weiter. Das heißt, in der ersten Woche Neujahr. Ja, das kommt drauf an, da müssen wir noch planen. Wir sind genau. In der Planung. Im Zweifelsfall gerne auf der Facebook-Seite. Jetzt spreche ich nochmal die Einladung aus. Die Kinder, die aus Mariensee kommen, so und so aus Empede auch, gehen natürlich auch nach Empede zu den Leuten, sprechen mit der Feuerwehr da, dass ihr hier mit hin wollt. Also ihr wisst jetzt schon,
das hier zusammen machen werden mit Mariensee. Finde ich cool. Ihr seid auch ganz schön stark. Also ich habe euch auch mal gesehen beim Wettkampf hier mit der Kinderfeuer. Ja, ach, da war der am Platz hinter uns. Ach, ja, danke. Ich hab's vergessen. Nein, wir sind, darum geht's ja nicht, aber die Kinder haben alle den Spaß, ne? Und eben. Total witzig. Also diese ganzen, ich würde schon sagen, Schnitzeljagd, die ganzen Wettkämpfe. Klar. Total toll. Also wenn ihr Kinderfeuer seid, kann ich nur empfehlen, Mariensee. Ah, das ist schon richtig, hier ist schon richtig Feuerwehr, finde ich. Das ist schon richtig schön. Tolle Fahrzeuge, Kameradschaft stimmt hier auch. Sowieso. Jugendfeuerwehr liegt, glaube ich, bei 10, 11 Kameraden, Mitgliedern. Also Jugendfeuerwehr könnt ihr auch hier, ne? Jugendliche. Ja, die ist jeden Donnerstag von 18 bis 20 Uhr, außer der erste Donnerstag im Monat, der ist von 18 bis 19 Uhr. Also 18 Uhr herkommen, jede Woche genau, Donnerstag. Jede Woche Donnerstag einfach 18 Uhr herkommen. Mal ist länger, mal ist kürzer, egal. Schreibt mir ruhig mal, wenn das wirklich so toll ist, wie ich hier versprochen habe, weil es ist so toll. Und wie der Erwachsenen kann ich nur sagen, also ich habe immer noch Gänsehaut, weil wir vorhin den TLF vorgeführt haben, den alten Panzer, würde ich mal sagen, und der hat einen Sound. Das kommt wahrscheinlich am Ton gar nicht so rüber, wie es nett. Übrigens ist gerade eine... Der Baumschmuck verabschiedet sich. Nachdem unser Kameramann jetzt die Kugel eingefangen hat. So, also Leben mit der Lage, ne, Situation. Er macht gerade die Abschlussmeldung an die Leitstelle. Alles gut. Nee, wie gesagt, also Axel. Sprich ruhig rüber. Axel. Ja. Die Feuerwehr gut? Ja. Super. Das ist er. Super. Feuerwehr gut? Ja. Also mir hat es super Spaß gemacht. Schönen Dank an euch beiden. Immer wieder gerne. Gerne. Und fragt ruhig, wenn ihr was wissen wollt über die Fahrzeuge, kommentiert ruhig fleißig. Finn kommt jetzt nur für euch mit der Weihnachtskugel. Den Tanz, den hat sonst keiner gesehen. Achtung, los geht's.